Hey Leute, willkommen wieder zu einem Video vom Clank Marker. Diesmal geht es um ein Unboxing und zwar um FIFA Football 2005. Ja, hat mir 3 Euro beim Cashfuchs gekostet. Die drei Leute da oben kennen ihn nicht. Ja, sind halt Fußballspieler. FIFA Football 2005, hinten steht perfekter Spielfluss. Verbessere deine Ballbehandlung, gestalte dein Spiel Realität pur, herausfordernder Karrieremodus, EA Sports Online. Ja, also der brandneue Karrieremodus gibt dir über 15 Saisons die Zeit und die Möglichkeit, dein Team nach deinen Vorstellungen zu formen. FIFA Football 2005 glänzt mit 18 Ligen, 38 Nationalmannschaften und 11.000 echten Spielern, hat somit mehr offizielle Liga und Mannschaften als je zuvor. Ja, also nicht schlecht. Schauen wir mal hinein. Eigentlich, also es war eigentlich echt spontan, dass ich mir das Spiel mitgenommen habe. Denn, seien wir mal ehrlich, wer kauft sich heutzutage noch FIFA 2005, wenn das mal aufgeben würde. So. So. Packen wir es aus. Ja. Ja, jetzt ist es offen. So, ganz langsam mal. Oh, das fühlt sich ja gut an. Na, das Xbox-Siegel noch drüber. Deshalb bekomme ich es nicht auf. So. Jetzt ist es offen. Und hier haben wir den Inhalt. FIFA Football 2005. Die CD ist langweilig gemacht. Anleitung ist gerade noch besser. Aber das kann man wenigstens nur Anleitung nennen. Nicht das, was man heutzutage kriegt. Bei zum Beispiel FIFA 12. Da ist es ja nur mehr ein Stück Papier. Ja. Ja, ist nicht schlecht. Freue mich jetzt, dass ich jetzt auch FIFA Football 2005 habe. Auch dazu original eingeschweißt gehabt, ja, neu, nicht schlecht, freue mich drüber und werde es noch wirklich mal ausprobieren. Ist sicher kein Vergleich zu FIFA 12, aber wird sicher nicht schlecht sein. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ah ja, hier sieht man noch das deutsche Bundesliga-Logo, der LFB. Kommentiert und bewertet, schreibt auch mir in den Kommentaren, was ihr von FIFA Football 2005 haltet. Macht's gut, euer Clankmarker.